Ja. Oh, gar keine Kamera. Keine Kamera, nein. Keine Kamera. Augenblick, ich hol mal meine Kamera. So. Ha, na, na. So, Freunde, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Help Annie. Das Gute ist, ja, gestern hat Holstein Kiel im DFB-Pokal das Achtelfinale erreicht gegen SC Freiburg. Mit 2-1 haben die gewonnen. Und 2 ist auch das Stichwort. 2 Tage musste Annie warten, bis ich sie hiervon erlösen würde. Mal gucken. Naja, sie war ja beim letzten Mal mit diesem Schwachkopf von, ne, bei dem sie übernachtet hat, da zusammen. Der ist bei ihr eingebrochen. Ja, dann hat sie in den Eier getreten, auf unsere Anweisung hin. Dann mit der Vase über den Schädel gezogen. Daraufhin ist er wohl, naja, und so weiter. So. Genau. Bist du da, Thomas? Bist du in Sicherheit? Hallo. Hallo. Ja, ich bin in Sicherheit. Ich habe versucht, ein wenig im Auto zu schlafen. Ich war so kaputt. Jesus, ich glaub's nicht. Ich habe den getötet. Echt getötet. Hier liegt immer noch dieses ganze Geldgebündel im Handschuhfach. Keine Ahnung, was das für Geld ist. Alles sehr kurios. Könnte es ja echt jetzt gut gebrauchen. Was? Moralische Entscheidungen haben einen großen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Ja. Im Auto und... Ach so. Ja, normalerweise, das ist jetzt ein Weg mit Zaunfall, ne? Lass die Finger davon, aber... wem gehört das Geld, Mann? Ach, nimm's mit. Würde ich auch machen. Okay, obwohl mir ganz unwohl bei den Gedanken ist, ja, das ist nicht gut. Na, upsi, pupsi, ist es auf einmal in meine Taschen gelangt. Aber das ist doch unser Auto, mit dem sie die ganze Zeit unterwegs ist, wenn nicht. Verdammt, mein linker Fuß tut dann verdammt weh. Hoffentlich nicht verstaucht. Hä? Wovon das denn? Ich habe ihn bandagiert, aber er ist so angeschwollen. So ein Mist. Ich muss im nächsten Ort einen Apotheker suchen. Ich habe ja jetzt selbst mit 2 Semester Pharmazie belegt. War mit denen aber... Oh, Alter, vielleicht warten wir. Jetzt warten wir erstmal, bis sie zu Ende geschrieben hat. Ach, hat sie schon zu Ende geschrieben. So, war mir aber dann aber zu kompliziert. Nur wenn Isabel mal krank wurde, war das ganz schön nützlich. Wo sie jetzt wohl ist? Ob sie weint? Ob es ihr gut geht? Ich werde verrückt, wenn ich an sie denke. Ah! Ich muss weiter zum nächsten Ort. Eine Apotheke aufsuchen. Die werden ja wohl vernünftige Schmerztabletten haben. Ich mache erstmal das Handy aus, mein Akku schon. Ja. Ja, okay. Anni schreibt. Danke, Thomas. Fertig. Bis nachher. Bye. 17 Minuten offline. Kann man skippen? Habe ich noch was? Naja, ich dachte, vielleicht kriegt man mal ein bisschen was nachgeskippt. Ja. Also was ich mal sagen muss, auf YouTube läuft das Spiel nicht so. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das läuft gerade schon. Die erste Folge ging so. Und dann ging es rapide bergab, ebenso wie 4 Ass am Ende auch nicht sehr stark geguckt worden ist. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Das könnt ihr in meine Kommentaren schreiben. Vielleicht wird ja auch meine Performance gerade schlechter, weil ich immer so am Frühmorgen die Let's Plays mache oder was. Ich bin auch ehrlich gesagt total müde, aber das ist eben halt so, ne? Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß nicht. Hab schon mal kurz gestern 3 Minuten drüber nachgedacht, das Projekt zu beenden, weil es, ja, es lohnt sich einfach nicht wirklich, ne? Das ist... Ne. Ja, gut. Erstmal muss ich warten und ich werde das zusammenschneiden müssen. Also bis gleich. So, wollen wir mal gucken, was... Jetzt habe ich mir schon wieder auf dem Display gekotzt, Alter. So, wollen wir mal gucken, was jetzt Annie hier für Sorgen hat. Ja. Ne. Die musste ja wieder unterwegs sein. Ja, es ist immer sehr anstrengend, dieses Spiel auch irgendwie, denn das hat sehr viel Arbeit. Das trägt echt sehr viel Arbeit mit sich, ne? Das muss man sagen hier, dieses immer, dieses, ja, warten müssen und dann immer wieder schneiden. Ja, das ist immer schon echt anstrengend. Vorher schneiden dauert auf dem Handy echt lange. Aber gut, es dauert überall lange. So. Hi! Da bin ich wieder, Thomas!
Wo bist du gelandet? Hübsche Kirche im Hintergrund. Ja. Mein neuester Standort, Alba Iulia. Eine etwas größere Kreisstadt. Sehr hübsch. Wie schnell die Akku mal leer ist da oben, ne? Hab mir als erstes einen kleinen Rucksack und ein paar Klamotten zum Wechsel gekauft. Das war schon eine gute Idee, dass ich es gemacht habe. Ich hasse es, in die Sachen zu schlafen. Auch Waschzeug, Zahnbürste und so. Ach ja, eine Dusche wäre jetzt auch schön. Such dir ein kleines Hotel. Hast du Empfang, ruf deinen Mann an. Ja. Mist, mein Akku ist gleich leer. Ich versuche es trotzdem mal. Bitte, lieber Gott, lass ihn rangehen. Ist die ganze Zeit nicht draufgekommen. Ich meine, ganz im Ernst, ey, wir müssen ihr Netz haben, wenn sie uns schreiben können, ne? Da kommt nur, der Teilnehmer ist nicht erreichbar. Da muss etwas passiert sein. Er schaltet sein Handy sonst nie aus. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Kann man hier wieder lauter machen. Genau, das kann ich mal direkt mal machen. Hey, hier ist eine Apotheke. Oh Gott. Die sieht ja romantisch aus. Ich schick mal ein Foto. Und geh da mal rein. Bis gleich. Pharmazia. Sag mal, sind in Spanien oder was? Ich glaube, Pharmazia wird in Spanien mit PH geschrieben, glaube ich. Ne? Ich weiß es gar nicht. Für 6 Minuten beschäftigt. Ey, Leute. Uiuiui. 6 Minuten. Ja, gut. Und ich kann immer noch skippen. Naja, gut. Dann wieder eben halt warten, ne? Ja, bis gleich. Ne? Weiter geht's. Thomas, bin noch in der Apotheke. Hab mich mit Medikamenten, Salben und Bandagen eingedeckt. Na also, jetzt geht's dir ja bald besser. Jetzt brauchst du noch Bett und Ruhe. Ja, genau. Jetzt brauchst du, ja. Bett und Ruhe brauchst du gar nicht. Hat sie schon genügend gehabt. Ne? Ich hoffe es. Mein Finger ist auch verstaucht. Ich brauche ganz lange zum Schreiben. Oh nein, nicht schon wieder. Oh. Ich sehe gerade durchs Schaufenster, da geht ein Polizist um meinen Wagen rum, guckt sich das Nummernschild an. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich echt geliefert. Was soll ich tun? Ja. Das spielt. So, wieder im Stüssel, wieder im Stüssel. So. Ach, ich habe keine Brille auf, Alter. Mann, vergessen. Scheiße, ne? Voll kacke. So, verlasse die, ja, verlasse unauffällig die Apotheke. Genau, warte mal. Warte, bis er weg ist, natürlich auch sehr blöd, ne? Hier übrigens die Herzen hier, ne? Kommt von 7, Alter. Okay, ich hoffe, er sieht mich nicht. Ja. Ja. Mist, jetzt kommt sogar noch ein zweiter. Die gucken hier rüber zur Apotheke zu mir. Verdammt, jetzt haben sie mich. No way out. Ich kann ja auch nicht rennen mit dem Fuß. Hat keinen Zweck, dann ist es eben so. Oh, 17 Minuten beschäftigt. Ob du mich verarschen möchtest, Sophia? Anni. Ich komme von diesen Sophia noch gar nicht raus, ne? Ja. Nein, das müssen wir noch. Also ich warte noch die Zeit. Diese 17 Minuten warten wir jetzt noch. Jetzt zusammen. Also ich mache jetzt keine. Ja, natürlich mache ich jetzt eine Pause. So, und ich werde mal gucken, ob ich Ghostbusters aufnehme. Ja, genau. Also bis gleich. Oh, voll. In dem Moment, wo ich gerade was sagen wollte, kennt ihr es? Bin auf einmal voll verschluckt. Ja. Na, mal gucken, wie sie aus dieser Scheiße jetzt rauskommt, ne? Die Annie. Ja. Ne. So, das muss natürlich immer wieder neu anladen. Es ist eben halt so. Das ist eben so. Ich habe keinen Bock, da immer zu warten. So. Hey, ich bin auf der Wache. Gibt's Probleme? Ja. Die haben mich festgenommen, weil ich den einen getötet habe. Boah, Alter. Das wär's jetzt, ne? Nicht direkt, mein Handy hat wieder Saft. Dafür nerven mich die Mühlen der Bürokratie. Auto ist beschlagnahmt, aber immerhin, die Polizisten sprechen passables Englisch. Der eine ist so, ein älterer ist richtig sympathisch. Ich glaube, den möchte ich heiraten. Meine Personalien und warte mal.
Meine Personalien und ein Foto sind in der Botschaft gemeldet worden. Muss warten, bis sie bestätigen sind. Dann kriege ich Ersatzpapiere. Solange muss sie sich auf meine Person unter Staatskosten... Naja, Moment. Jetzt wollen sie auch noch Fingerabdrücke von mir. Ey, das ist schlecht. Oh Mann, wie lange soll das jetzt dauern denn? Oh Mann. Oh, shit. Was ist da denn hier? Ekelhaft. Meinst du, Fingerabdrücke dauern so lange? Seht zu jetzt, Mann. Dafür habe ich jetzt wieder gewartet, ne? Das sind immer so eine Minute und ein paar zackte Aufnahmen. Die nerven dann immer so richtig ab, weil das dann immer, ja. Oh, jetzt schreibt sie wieder. Na? Das ist wegen des Überfalls auf uns. Das Auto wird spurtechnisch untersucht. Und mir glauben Sie inzwischen, dass ich Annie Lewis bin und der Wagen unsere alte Kiste ist, ja? Der nette Polizist hat mir den Stand der Ermittlung gesagt. Sie suchen Thomas und diesen Popescu? Was der denn? Pompidou, achso. Der mit Ihnen gesehen wurde, ach ja. Der ist vorbestraft wegen Körperverletzung, Zuhälterei, furchtbar. Ich glaube, verdammte Scheiße. Es gibt Dinge, die nerven einfach, ne? So. Der ist mit ihnen gesehen worden. Der ist vorbestraft wegen Körperverletzung, Zuhälterei. Furchtbar. Ich glaube echt, der hat Thomas und Isabelle entführt. Oh Gott, mein Engelchen. Wenn der ihr auch nur ein Haar krümmt. Der nette Polizist hat versucht, mich zu beruhigen. Tee gebracht. Thomas' Handy ist immer noch nicht erreichbar. Wahrscheinlich weggeworfen, oder? Daran mag ich gar nicht denken. Dann war das ja noch diese Tatjana Dingsbums. Ich habe immer noch ihren Ausweis. Hab aber nicht gesagt, sie wurde wegen mehrfachen Mordes gesucht. Wo, echt? Mir wird ganz schlecht. Sie haben einen Arzt geholt, der hat mir etwas zu beruhigen gegeben. Jetzt bringen Sie mich gleich in eine Pension. Jedenfalls, ich danke dir, dass du die ganze Zeit zu mir gehalten hast. Ja, das ist doch selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Sowas ist sehr selten. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Keine Ursache. Lad mich auf ein Date ein oder so. Ach nee, das geht ja nicht. La 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 la. Schön, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich melde mich, sobald ich in dieser Pension bin. Bis später. 2 Stunden ist er nie beschäftigt. Ja, das reicht ja jetzt für diese Folge auch heute. Ne? Jetzt reicht es auch mal wirklich für heute. Ne? So, liebe Leute, wie schon gesagt, es reicht für heute. Und ja, Abo dalassen, kostenlosen Abo dalassen, das kostet euch nicht, ihr werdet nur sehr geil unterhalten, Glückchen anschmieden und dann, ja, Daumen nach oben dalassen, was Nettes in den Kommentaren reinschreiben. Wir sehen uns, Freunde, ciao!